Ja. Noch eine Karte oder? Die verspielte Karte. Bin ich jetzt hier oder nicht? Eher nicht. Rashid? Rashid! This can't be happening. Why? You might have been an asshole, but you don't deserve this. Rashid haben wir gefunden. Er ist vielleicht ein Gesäß. Mittelteile, aber er hat das nicht verdient. Und ich könnte fast wetten, wir sind die letzte, die noch lebt. Gut, das finde ich aber wahrscheinlich heute nicht mehr raus, weil ich gerade müde werde. Aber man muss das Spiel auch nicht an einem Tag durchspielen, auch wenn ich etwas verwundert war, dass How Long to Beat gar keine Zeiten für das Spiel hat. Aber ich bin jetzt nochmal an einem Küstenturm und den werde ich noch erklimmen heute. Zumindest soweit es geht. Da. Okay, ich nehme mal die Waffe weg. Da kann man nicht reingucken. Vielleicht gibt es ja, das sieht aus, als könnte man da hoch, aber was soll ich da? Okay, da kann man runter. Wieso? Ah, okay. Ich bin so froh, dass ich da unten den Speicherpunkt hatte. Okay, das ist noch ein Problem mit dem da, aber... Warum habe ich mir das... Mit ein bisschen Übung könnte man das, glaube ich, hinkriegen im Lauf. Oh, ich muss gleich aufhören zu laufen. Im Lauf den Lavendel mitzunehmen. Achso, ich wollte ja hier gucken kurz. Hier kommt man nicht vorbei. So viel dazu. Komm ich hier hoch? Nein. Na dann, möge der Tomb Raider mit uns sein. Das war hier. Links hier. Da hoch. Also ein bisschen hilft das Free Climbing ja schon. Ah ja, stimmt, da bin ich rübergekommen. Dann muss ich das wohl von dieser Ecke aus machen mit dem Rennen. Ja. Und wehe, das ist die Ecke, wo ich schon mal hochgeklettert bin. Darüber. Nein, ist sie nicht. Gut. Gut, dann bin ich ja versogen. Abgesehen von dieser Stelle hier. Ach, Geschoss. Wieder alle umdrehen. Und speichern.
Wieder was Neues zum Lesen. Seht sie an, ich kann sie deutlich von hier oben sehen. Wie kleine weiße Ameisen krabbeln sie durch den Olivenzweighaufen. Sie leben ihr Leben komplett sinnlos, ohne dass sie wissen, was dahinter dem sozialistischen Utopia liegt. Die Wächter haben uns dazu gebracht, uns so anzuziehen wie sie, um sicherzugehen, dass sie nicht auffällig sind. Manchmal möchte ich schreien, um die anderen von ihrer Illusion zu befreien. Aber ich werde es nicht machen. Ich werde alles ignorieren. Ich bewerte mein Leben immer noch höher. Okay, ich sehe gerade in der Richtung gibt es ja, ach ja, genau, da gibt es ja noch. Okay, hier könnte ich mal dem Spiel ein Ende setzen. Hier könnte ich durchgucken. Und irgendwas sagt mir, dass hier Treppen sind. Bin ich hier nicht gerade hochgegangen? Nein. Federn. Mögen. Da sind Treppen. Und wieder dieses Geräusch, als wäre hier irgendwas gerade passiert. Das Feuer oben genutzt, ja? Schön, dass ich hier runter gucken kann. Hier geht's zur Tür. Es geht weiter zur Tür. Ein schönes Gebäude. Was? Da geht's zu den Betten. Und Abkürzung. Gut, oben ist die Tür. Ja, aber wir sind jetzt hier gleich unten. Nehmen wir wieder Rattenschleudern. Keine Ahnung, was ich mit den Flaschen machen sollen, Tüte. Ein neues Dokument, Arbeitsreport. Ein Capital und eine votive Statue gefunden. Die freilaufenden Hunde machen weiter Probleme. Wir können uns nicht leisten, mehr Zeit zu verlieren wegen ihnen. Ich habe mich entschieden, dieselben Rattenfallen zu benutzen, die wir vor Jahren mal gemacht haben, um die Wölfe aus Pinewood loszuwerden. Interessiert mich nicht, ob Bruder Nummer 3 sich beschweren wird, dass er seine Hunde, seine Puppies verliert. Ich bin sicher, er wird es unterstehen, Bruder Nummer 2. Lieber Bruder Nummer 1, ich habe Grund zur Besorgnis, also Grund zur Annahme, dass die Arbeiter im Coastal Tower einen Fluchtversuch machen werden. Einer der Soldaten hat eine kurze Nachricht auf einem abgerissenen Papier gefunden. Die Arbeiter scheinen diese Notizen auszutauschen, bis einer sie zerknüllt hat und weggeschmissen hat. Die Nachricht ist kryptisch, aber es scheint um ein Ereignis zu drehen, das in 5 Tagen stattfindet. Ich schlage vor, wir greifen so schnell wie möglich ein. Mit deiner Zustimmung werde ich mich direkt um sie kümmern. Ich habe Angst, dass unsere
Spiel, das weiß man jetzt schon, was das heißt, mit der türkischen, mit den türkischen Offiziellen etwas hängen bleiben wird. Oder Nummer 2. Schön, dass hier Kletterpunkte sind. Warum habe ich den Müll nicht mitgenommen? Warum kann ich hier nicht klettern? Hier war irgendwo so ein Ding, wo ich klettern konnte. Hier wahrscheinlich nicht, das ist eine Abkürzung. Dahin. Ja. Ah. Hier, was zu den Betten geht. Darunter. Gut, dann kommen wir da zum Schlafplatz. Auch schön. Aber die Leiter geht nicht bis ganz runter. Bist du so blöd? Ja, nein. Zu den Betten, ich will schlafen. Und vielleicht noch eine Nachricht lesen von Dingens. Oder hier. August, lieber Offizier. Das Unternehmen wurde fertiggestellt zur vorgeschlagenen Zeit. Also zur vorgeschlagenen Zeit. Ich hoffe, dass unsere Arbeit Ihren Erwartungen entspricht. Unglücklicherweise hatten wir ein kleines Problem mit den Arbeitern, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Aus dem Grund könnte das letzte Paket etwas später kommen. Ach. Guck. Wir sind unten. Wir haben die Küste runtergeschafft. Was? Achso. Karte gezeichnet, ja. Ich bin aber noch Sitt. Oh, ich kann pennen gehen. Ja, dann schmeiße ich das Geld mal in die Kiste. Und dieses Dosenfutter. Drücke Q zum Zurückgehen und werde eine Runde pennen. Daddy, what kind of knot is this? It's the Todline Hitch. It's one of the handiest all-purpose knots, especially useful when you go camping. Der praktische Knoten. The smartest daddy in the world. Bist der schlauste Vater auf der Welt. To make a stone knife, you'll need a sharp-edged piece of stone or scrap metal. Why would I make a knife? Why don't we just bring one from home? The less gear you bring, the more intimate of an experience you'll have with nature. Also, you can't always rely on your gear as a safety net. To survive, you must learn to be creative and find solutions with the material you find around you. Ja, um zu überleben muss man kreativ sein und ich wusste nicht, dass man beim Schlafen was lernt. Gut. Sehr überraschend und sehr gut. So, ich mache mal auf Tomb Raider und drücke nicht auf Perception, um hier hochzuklettern. Ich drücke doch auf Perception, um hier hochzuklettern.
Okay, wenigstens bringt dieses Spiel die die Erklärung für das Survival-Ding mit. Und nicht, dass einfach so, ach ja, hier komm. Wo du schon mal hier bist. Können wir auch so tun, als würdest du noch nie was anderes gemacht haben. Mit deiner Kette auch das richtige Tool. Was? Oh, ich kann darüber. Ich dachte kurz, das wäre was, wo ich springen kann, aber wir haben ja hier drin gespeichert. Wir haben hier drin gespeichert. Wir haben hier gespeichert. Sehr gut. Dann werde ich nochmal kurz darüber gucken und ich gehe davon aus, dass ich da. Hui, rutschen kann. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die Waffe weggesteckt habe, weil da kann man diesen Anblick sehen. Das Tor. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Oh, ich habe einen neuen Karteneintrag. Das Haus am Strand ist ja da hinten. Pinewood ist irgendwo noch mal und Mountain Pass haben wir auch noch. Poison Baits, also Giftköder. Könnte sinnvoll sein. Und eine Balalaika. Und ich gehe davon aus, dass ich hier nicht durchkomme. Looks like the door with the bull insignia marked on the map. Maybe I can find the keys around here. Could it be the animal has some meaning here? Kann es sein, dass es eine Bedeutung hat? Und vielleicht finde ich die Schlüssel hier irgendwo. Das wäre natürlich geil, wenn ich die Schlüssel hier irgendwo finden könnte. Mit den anderen Typen, der mir vielleicht ein bisschen helfen kann. Noch habe ich ja Hoffnung. Das Tor. Tschüss, Flasche. Okay, schau mich doch noch mal hier drin um. What the fuck? Gut gesagt. Alles voller Blut hier. Und ein Zettel. Sorry, Kumpel. Bitte sei mir nicht böse, aber ich hab deine Kantinen wieder verloren. Ich könnte. Vielleicht habe ich es in dem Sonnenblumenfeld in der Nähe verloren. Bei der Tempelruine. Ich meine, ich bin mir sicher, dass es immer noch da ist. Ich hole das sofort zurück. Ich hole das morgen früh sofort zurück, ich verspreche es. Was zum Geier? Ging hier ab. Haben sie sich alle gegenseitig kaputt gehauen oder was? Es leben nur noch irgendwie drei Leute mit diesen Körpern und Sensen in der Hand.
Okay, da komme ich nicht hinter. Ja, jemand da zu Hause. Arbeitsreport. Säuberung. Vor 12 Stunden, nachdem wir die Autorisierung erhalten haben, habe ich die Arbeiter mit ihrer versuchten Flucht konfrontiert. Ich habe ein paar Erwartungen, ein paar negative Empfindungen erwartet, aber die Worker haben mich überrascht. Er muss etwas gemerkt haben, denn er hat den ersten verwirrten Moment genutzt, um mir die Schlüssel zu klauen und aus dem Fenster zu springen. Wir haben ihn verfolgt, wir fahren in Richtung Süden verfolgt, aber wir haben ihn nicht erwischt. Wir können es uns nicht leisten, dass er überlebt. Ich habe den Mörder gesendet, um mit ihm fertig zu werden. Bei den anderen Arbeitern hat mich Bruder 3 geschickt, dass der sich um ihre Körper kümmert. In der Zwischenzeit wird die Bullentür versiegelt. Ich bin sicher, das wird nicht die Re-Education, also die Neuschulung der Fremden, beeinflussen. Und die stehen wirklich auf diesen Bullen. Kann ich das trinken oder werfen? Werfen ist egal.